Hallo, liebe Umfieder und Zweibeiner da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich stehe hier mit Fräulein Ted und wollte euch mal erzählen, dass der europäische Uhu in Deutschland vor 100 Jahren so gut wie ausgestorben war. Und mittlerweile gibt es den europäischen Uhu wieder an zahlreichen Stellen. Zum Beispiel vor allem natürlich brüten in Steinbrüchen, aber auch in natürlichen Steinbrüchen. In natürlichen Steinbrüchen ist klar, aber auch in künstlichen Steinbrüchen. Und damit meine ich so Kirchen oder einen Dom. Im Hildesheimer Dom gibt es zum Beispiel brütende Uhus, Marburg in der Elisabethkirche. Manchmal brüten die europäischen Uhus aber auch auf dem Boden oder in Baumnestern. Allerdings ist das gar nicht so häufig. Ja, aber er ist wieder zurück. Wie gesagt, vor 100 Jahren war er so gut wie ausgestorben. 100 Jahre später läuft wieder.